Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neofly 4 Beta, beziehungsweise hier in dieser zweiten Folge Road to NYC. In der letzten Folge sind wir gestartet von Braunschweig Richtung Amsterdam und heute soll es entsprechend weitergehen. Und dafür blende ich jetzt mal Neofly ein. Ich habe nämlich mal geschaut und es gibt tatsächlich einen Flug, wo wir ein bisschen Geld mitnehmen können, nämlich hier rüber nach Sewell. Das sind ziemlich genau 204 nautische Meilen und hier können wir dann 14.000 Dollar mitnehmen. Aber wie ich sehe gerade, wir haben dafür nicht nach dem Tank nicht mehr genug Cargo Capacity. Schade, dann gucken wir nochmal. Es gäbe noch einen Flug hier hoch. Ganz rüber hier, das ist... Gucken wir nochmal, ob wir auch einen anderen finden. Hierhin. Ja, wir müssen ja eher nach oben. Dann hätten wir hier einen. Das ist Bier nach Little Staunton Airfield. Landung unter 200. Das ist ziemlich genau der gleiche Kurs. Das würden wir einfach mal annehmen. Ich hatte eigentlich vor, in dieser Folge die Pipistrel gegen eine DA-62 auszutauschen. Allerdings wurden Hubgebühren in Höhe von 60.000 abgebucht. Von daher machen wir das erstmal nicht, sondern wir schicken unsere Mitarbeiter nochmal auf die nächste Reise. So dass der Kollege Bulldog nochmal einen Moment mit der Pipistrel weiterfliegen muss. Auch ihn schicken wir mal, der ist, wo ist er denn gerade? In Braunschweig. Ja, 18.000 rüber nach London machen wir. Dann Abflug, dann haben wir den Kollegen Berlin. Die müssen unbedingt, die müssen Geld verdienen. Diese Hubgebühren sind, die fressen uns auf. Du bist wo in? Ja, für 27, achso, kannst du nicht, leider. Doch, für 27.000 Computer nach Heathrow. Und wunderbar, das können wir gut gebrauchen. Fast eine ganze Hubmiete ausgeholt mit nur einem Flug. Und unsere Dame im Bunde kriegt auch Sprit. Immer schön mit Managing-Bonus. Die ist gerade in London. Ja, würde dann tatsächlich... Warum ist das dann für nur 18.000? Wissen wir nicht genau. Ja, schicken wir die mal nach Braunschweig. Ne, wir schicken sie nach Innsbruck. Brauchen unbedingt noch einen Hub, damit noch ein bisschen mehr Vielfalt reinkommt. Gut, machen wir das auch. So, alle sind unterwegs und wir haben entsprechend auch unseren Job schon angenommen und können dementsprechend in den Flugsimulator springen. Dann wollen wir mal. Ich mache ein bisschen schneller, weil ich mir vorstellen kann, dass wir wieder eine ganze Menge Taxiway vor uns haben. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir haben das letzte Mal hier geparkt. Dann machen wir das wieder. Wir müssen nach EGFK. EGFK. Hier muss ich mal auf Live gehen. Das hatte ich umgestellt. Wir fliegen Low Altitude Airways. Dann gucken wir mal. Und wo starten wir denn? Von da hinten. Bitte nicht. Mann. Wieso denn von da? Können wir das hier noch umstellen? Können wir, wenn wir... Ja, können wir. Sehr schön. Dann starten wir von da. Fliegen eine Runde um... Macht auch wenig Sinn. 09. Das ist auch Quatsch. Das ist das gleiche. 18. Ja, dann nehmen wir den. Und hier drüben. Das ist relativ kurz. Vom Taxi. Perfekt. Und windrichtungmäßig passt das auch noch. Kommt aus 160, wir fliegen 180. Ist in Ordnung. So, dann hier rüber. Ich gehe davon, dass Little Staunton keine Arrivals und Approaches hat. Hat Little Staunton denn
Ein ILS. Nein. Okay. Dann kommen wir aber schon extrem fein auf die Runway rauf, über diesen Punkt Sifter, sodass wir jetzt tatsächlich nur noch Gewicht zupacken müssen. Und dann tatsächlich schon good to go sind. Weiter geht's nach New York. Weitere 258 Meilen näher dran an unserem Ziel. Los geht's. I know it's going to be a good day when my favorite pilot is working. Transporter from dispatch. It's a sensitive cargo mission today. When you check the payload in the flight plan, please release the parking brake to start. Transporter from dispatch. Loading sensitive cargo. Please stand by. Transporter. Cargo is loaded. You can start your mission. Ja, das Klimpern hat man gehört. Wir haben 452 Pfund Bier an Bord. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein, zwei Pfund weniger sind, wenn wir landen. Zwinker, zwinker. So. Before starting an engine checklist. So, ein schön dunkel hier. Power levers down, parking brake switches, das passt alles. Fuel pump, das passt auch alles. Dann geht der Electrical Master an. ELT-Check. Das ist alles. Alles, was wir schon kennen. AV Master geht an und wir holen uns erstmal unsere Freigabe. Skip Hall Clearance Delivery Kraken, Mike Kilo 7 IFR to Echo Golf Foxtrot Kilo, ready to copy. Kraken Mike Kilo 7 is cleared to Echo Golf Foxtrot Kilo Airport as filed. Takeoff runway 18 left climb and maintain 3,000 feet. Departure frequency is 118.08 squawk 1536. Kraken Mike Kilo 7 cleared to Echo Golf Foxtrot Kilo Airport as filed. Takeoff Ganz schön runway tief, 18 left 3000 climb Fuß. and maintain 3000 feet. Departure on 118.08 squawk 1536. Kraken Mike Kilo 7 readback is correct. Contact ground on 121.705 when ready to taxi. Good day. 91, das passt. Ground Service, Schiphol Ground, Request Pushback. Skip Hall Ground, Kraken, Mike Kilo 7 requesting Pushback. Kraken, Mike Kilo 7 Pushback Request accepted. So, wir lassen uns hier ein bisschen rauspushen. Am besten nach links. Skip Hall Ground, Kraken Mike Kilo 7 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. Kraken Mike Kilo 7, your request has been transmitted to the operator. Parkbremse geht raus. Ganz schönes Sauwetter. Gucken wir mal. Gewicht stimmt. Neofly gibt dreimal weiß, respektive dreimal grün. Skip Hall Ground, Kraken, Mike Kilo 7 requesting the end of pushback. Kraken, Mike Kilo 7 request to end Parkbremse geht pushback wieder rein. received. So. Das hätten wir dann. Starting Engine 1. Starting Engine 2. You're good to go. Contact the tower for clearance. Taxi-Lichter gehen an. Alternators gehen an.
Wir drehen uns hier das ein bisschen höher. Die Lichter sind an PFD Options. Wir haben kein DME zu erwarten. Von daher kann ich es auch ausmachen. Bringt nichts. So. Dann holen wir uns mal unsere Taxi Clearance. Skip Hall Ground Kraken, Mike Kilo 7 with Quebec, ready to taxi IFR. Kraken Mike Kilo 7 taxi 2 and hold short of runway 18 left using taxiway Golf Golf 2 cross runway 22 Golf 2 Echo 4 Echo 5 cross runway 18 left Echo 5 November 2 cross runway 27 Echo 6. Contact tower on 119.23 when ready. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir starten von einer anderen. Taxiway Golf Golf 2 cross runway 22 Golf 2 Echo 4 Echo 5 cross runway 18 left Echo 5 November 2 naja, cross kann runway sein. 27 Echo 6 Kraken Mike Kilo 7. Kann sein, kann sein. Okay. Da muss ich die auch noch mal kurz pausieren. Entschuldigt bitte, die Air France hat die Chance genutzt, um zu verschwinden. Das passt für uns sehr gut. So, Park and Drake's Taxi Clearance, wir können los. Alles klar. Also, ich habe irgendwie die Befürchtung, wir müssen jetzt hier ziemlich lange Taxi. So. Oh. Also wenn die das in echt wirklich auch in dieser Geschwindigkeit erzählen, dann weiß ich nicht genau, wie Piloten das mitbekommen, was sie tun sollen. So, machen wir das hier mal auf. Da können wir dann oben unseren Ground Speed vernünftig ablesen und dann sehen wir mal zu, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Da vorne ist die Air France. Ich mache jetzt gleich mal das ATC-Fenster zu, dass wir hier so ein bisschen rechts rausgucken können. Hier lang, hier links. Tap, tap, tap. So, wir kriegen keine Mitteilung zum Hold, also Augen zu und durch. Links gucken, rechts gucken und rüber. Das haben wir schon mal. Ich schätze mal, wir müssen jetzt auch noch über die... Achso, deswegen auch zweimal eine Runway Cross, weil wir müssen auf die andere Seite. Wir bräuchten ja gar nicht die ganze Startbahn eigentlich. Egal. Natürlich aufgeschmissen und müssen da hinterher. Ja, Road to NYC, zweiter Teil. So weit sind wir noch nicht gekommen. Also ich glaube wirklich, das wird einen Augenblick dauern. Klar werden das nachher auch ein bisschen längere Etappen, weil einfach weniger zu sehen ist. Aber solange wir jetzt hier noch Geld mitnehmen können, sollten wir das auf jeden Fall machen. Schauen wir mal. Ich glaube, da werden einige oder sehr viele sehr abgelegene Flugplätze ohne Traffic sein. Dann können wir das hier nochmal aufsaugen. Wow, fahr mal bitte geradeaus, weil wir müssen hier rechts rum. Na, schönen Dank.
die Perspektive hier aus dem Innenraum mal. Würde man instinktiv wahrscheinlich mehr Abstand halten. Ich finde es ja ganz cool, dass vom Sound, ich weiß nicht, ob man das hören kann, dass die Fußpedale so ein bisschen quietschen. Wird aber auch immer richtig langsam in den Kurven hier. So, er geht rüber, dann machen wir mit. Ja, würde ich ja, aber da ist der Jumbo. Ja, was soll ich machen jetzt? Also Roger, Kraken, Mike, Kilo 7. Bleib hier stehen, da kommt ein Flieger. Mal gucken, ob es auch ein Jumbo ist. Ja, Tatsache. Na Junge, jetzt aber runter, sonst so viel Landebahn ist dann da nicht mehr. Ich würde behaupten, der startet durch. Hold position, Kraken Mike, Kilo 7. Na ja, da hinten landet er. Okay. Na komm. Lass uns bitte durch. Kraken Mike Kilo 7, continue taxi. Roger, Kraken Mike Kilo 7. So, dann mal rüber hier. Dann wahrscheinlich irgendwann rechts, dann kreuzen wir nochmal und dann kommen wir dahin. Wir hätten natürlich sauber hier auch auf die. Jetzt habe ich schon wieder mein Taxi-Speed überschritten. Ast rein. Aufgepasst, Mist. Ich wollte nur möglichst schnell rüber. Okay, okay, okay. Das ist aber gar kein Weg eigentlich. Na gut. Dank der Ribbons wissen wir ja, wo wir lang müssen. Das habe ich mir gedacht, dass wir hier nochmal kreuzen und dann sind wir dann nach vorne. Dann geht's auch los. Dann hier nochmal. Jetzt dürfte uns eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Lässt sich irgendwie echt schlecht auf der Linie halten, der Flieger. So, Hold Short ist dann wahrscheinlich dort vorne. Parkbremse geht rein. Und wir holen uns mal unsere Freigabe und machen parallel das Flugzeug fertig. Wir müssen den Tower anschalten und Request. Skip Hall Tower, Kraken Mike Kilo 7 at runway 18 left ready for departure IFR to Echo Golf Foxtrot Kilo. Kraken Mike Kilo 7 altimeter 29er decimal 9er 11158 at 15. Traffic is Emperor on final. Cleared for takeoff runway 18 left. Timer, zip, zip. Enter.
cleared for takeoff runway 18 left Kraken, Mike Kilo 7. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Und los. Hier sogar irgendwie die Extension von der Bahn. Folgendes. Nase ein bisschen runter, wie immer. Eddy Nuts. Und rotate. Transporter from dispatch. Fly safe and remember to watch your landing. Positive climb here. 1158 skip hall tower. Altimeter 29er decimal 9er, 1 wind 158 at 15. Cleared visual runway 18 left approach. Und auch heute geht der Autopilot wieder früher rein, damit wir uns den Flughafen nochmal angucken können. So, wir kommen von da. Hier sind also die Passagierflieger. Cleared to land runway 18 left. Kraken Mike Kilo 7 contact skip hall departure on 118.08. Good day. Gut, so allzu viel konnte man jetzt nicht erkennen. Klappen gehen rein. Cleared visual runway 18 left approach city 1158. Going to 118.08 Kraken Mike Kilo 7. Skip hall departure Kraken, Mike Kilo 7, is at 800 feet, climbing 3,000 feet. Kraken Mike Kilo 7, skip hall departure altimeter 29er decimal 9er, 1 continue to AM 047 as planned. Kraken Mike Kilo 7, keep speed not above 220 knots. Das schaffen wir. Gerade so, aber das schaffen wir. Speed not above 220 knots, Kraken Mike Kilo 7. Dann wollen wir mal höher fliegen. Ich versuche mal, ob wir 2000 höher Skip dürfen. Skip hall departure Kraken, Mike Kilo 7. Request 5000 feet. Kraken Mike Kilo 7 climb and maintain 3000 feet. Expect 5000 feet. Sehr schön. Climb and maintain 3000 feet. Expect 5000 feet Kraken, Mike Kilo 7. Gut, was sagt die Temperatur? Die ist nicht so dolle. Ich mach das Anti-Eis an. Wenn wir jetzt durch die Wolken fliegen bei 4 Grad. Dann ist es besser, wenn wir das hier entsprechend anschalten. Anti-Eis-Effekte habe ich auf On, also nicht nur Visual, sondern tatsächlich mit Einfluss. Hier ist alles umgestellt. Wir können mal den Schub etwas reduzieren. 95. Und dann erwarten wir gleich mal die 5000 Fuß. Rausgucken brauchen wir jetzt nicht mehr. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Schnell umstellen, bevor der Autopilot ausnivelliert. Machen wir. Climb and maintain 5000 feet, Kraken Mike Kilo 7. So, Flightplan zeigt uns 1,5 Stunden, kurzer Flug, aber rüber und für immerhin $10.900 plus unseren Sternebonus, wenn ich die Landung ordentlich hinkriege. Dann würde ich sagen, weil es hier sowieso nichts zu sehen gibt gerade, mache ich hier schon mal den Cut. Und wir sehen uns gleich wieder zum Landeanflug. Bis gleich.
Und da melde ich mich zurück. Wir sind bereits im Landeanflug, haben unsere Reiseflughöhe von 5000 Fuß verlassen und sind im Anflug auf, wie hieß es noch, Little Staunton Airfield. Wir geben mal eine Klappe raus und sind so ganz langsam dann in den Vorbereitungen. Na, so schnell wollen wir dann auch nicht werden, ein bisschen langsamer. Wir sinken mit 1000 Fuß die Minute. Sollten, machen es nicht, wir machen es jetzt gleich und holen uns auch schon mal eine Landeerlaubnis. Little Staunton. Ach du Schande, wir landen auf der... Hier wahrscheinlich. Ja, ich habe ein kleines bisschen, Announce on Final, ich habe ein kleines bisschen Probleme gehabt. Das Spiel ist mir leider einmal abgestürzt und ich musste dann neu starten. Bisschen ärgerlich dann immer, deswegen stimmt der Timer nicht. Wir müssen so ungefähr 15 bis 16 Minuten oben drauf rechnen. Damit das hinkommt. Wir sagen mal der Kabine Bescheid. Cabin Crew, prepare for landing, thank you. Fuel Selectors sind an, Pumps sind an, Flaps sind raus auf 1. Eben habe ich doch die Landebahn schon irgendwo gesehen. Hä? Ich habe doch gerade schon eine Landebahn gesehen, oder? Ich jetzt komplett blöd. Naja, ist natürlich noch ein kleines bisschen hin. Wir sinken zu schnell. Ein bisschen reduzieren. Ja, wie gesagt, musste ich neu starten. Der Rest hat soweit eigentlich funktioniert. Ich gebe Klappen 2 und das Fahrwerk kommt raus. Bis ich die Landebahn wieder sehe. Ist auf einmal ganz schön diesig. Es war furchtbares Wetter. Ich habe so 2-3 Szenen. Vielleicht schneide ich die rein. Weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken, wie lang das Video wird. Die waren ganz cool. So zwischen den Wolken mal wieder. Das war ganz cool. Ansonsten kommen die interessanten Flüge, glaube ich, erst noch. Das hier ist hier noch relativ viel bekanntes Terrain. Auch England sieht ja von oben nicht so ganz viel anders aus als, naja, ein bisschen vielleicht, aber könnte jetzt auch Hand in Hand für Norddeutschland sein. Ich wünschte mir, ich oh. Naja, das ist ja wieder was. Das passt zu diesem Flug. Erst disconnectet er wieder, weil ich ohne VPN rein bin. Und jetzt kriege ich es hier nicht hin, vernünftig auf die Landebahn zu fliegen. Gibt's so Flüge? Aber wir schaffen das schon. So, Speed ist jetzt bei 95, da passe ich jetzt drauf auf. Klappen sind raus, Fahrwerk ist raus, Pumpen sind an, Fuel is off on. Das passt alles. Wir haben eine befestigte, nicht beleuchtete 4700 Fuß Landebahn vor uns, die auf 219 Fuß Höhe ist. Wir selber sind auf 800. Speed ist checked und sind noch gefühlte 3 Meilen von der Landebahn weg. Jetzt versuche ich dann doch nochmal zu gucken. Und dann behaupte ich mal, ist das die hier. Wir kommen ja leider in einem nicht so schönen Winkel darauf zu, aber das kriegen wir dann auch. Ganz leicht den Speed wieder raus. Da ist dann die Landebahn. Unser Top of Descent wurde wieder neu berechnet. Zeigt er mir dann, hier zeigt er mir keine Werte an, weil er für IGFK keine Höhe hat. Falls irgendjemand sich hiermit auskennt und mir sagen kann, wie ich hier scrollen und das vernünftig bedienen kann, der könnte mir bitte mal eine Info geben. Das würde mir echt helfen.
Ich habe das schon an allen Knöpfen gedreht, aber irgendwie will er einfach hier nicht. Ich kann diesen Scrollbalken nicht bedienen und das ist ganz merkwürdig. So, Autopilot geht aus, das müssen wir jetzt von Hand ein bisschen korrigieren. Bisschen Schub raus. Bisschen mehr Schub raus, wir sind zu schnell. So lang ist die Bahn nicht. Wer hat direkt ans Anfang der Landebahn Bäume gepflanzt? Bitte mal die Hand hoch. So, wir sind viel zu schnell. Und sinken zu schnell, das ist eine gute Kombi. Dann können wir Speed abbauen. Ist doch die Landebahn hier, oder? Ist hier ein riesengroßes Erdbeerfeld. Bisschen mehr Schub. Ist so breit im Verhältnis zu ihrer Länge. Bisschen merkwürdig so. Bisschen höher noch. Little Staunton. Ja. Das ist aber eine Landebahn, würde ich vermuten. So, über die Bäume noch rüber. Wir haben genug Platz. Und dann Schub raus. Please proceed to parking, Pilot. I hope the cargo survived that. Minus 79. Contact ground for your parking assignment, then shut down your engine. Ja. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Nach da hinten oder nach hier vorne? Hallo? Da hinten ist ein Gebäude, ne? Dann fahren wir da hin. Dann fahren wir da hin. Was sind das hier für Flächen? Irgendwie merkwürdig aus. Oder ist auf jeden Fall ein Gebäude. Okay. Ja. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht. Der zweite Flug eher unspektakulär, aber wir nehmen 10.000 Dollar mit. Und unsere AI-Piloten können auch nochmal ordentlich Geld mit nach Hause bringen. Und ich glaube, der nächste Flug wird dann schon deutlich interessanter, weil wir einfach ein kleines bisschen in Gefilde kommen, in denen wir noch nicht so waren. So, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich bei irgendwem im Hinterhof parke. Aber ich würde mich einfach mal frecherweise hier hinstellen. So, Parkbremse rein und Motoren gehen aus. Okay, Pilot. Removing the fragile goods may take a little longer than normal. Stand by. Und das können weg. Klimper, Klimper. Alles ist an dir noch da, ich verspreche es. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal rüber zu Neofly. Pipapup, 133 XP. Another cargo mission completed. Thanks and see you soon. Cooles Bild hier übrigens. 13.000 gemacht, 25 XP gemacht, also das passt auf jeden Fall. Und jetzt sind wir schon mal hier drüben. Und im nächsten Flug geht es dann auf jeden Fall Richtung Norden. Unsere Kollegen sind alle noch unterwegs. Das können wir einmal löschen. Und bringen dann auch wieder ordentlich Geld mit. Und wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir, dass wir auf jeden Fall hier Richtung Norden kommen, weil wir müssen hier irgendwie rüber. Das ist die Idee. Macht's gut, fly safe. Bis dann. Tschüss.